Ja, hallo zusammen, es ist Let's Play World of Tanks Zeit mit einem Commentary, das von den Werten wirklich fantastisch gut werden sollte. Und auch noch mit einem Panzer, den ich so noch gar nicht auf dem Kanal bisher vorgestellt oder auch gezeigt habe. Und zwar dem Charioteer, dem Tier 8 TD. Ich bin in der Tat wirklich sehr gespannt, zu was er so in der Lage ist. Und wie gesagt, Schaden sollte hier sehr, sehr, sehr viel drin sein. Charioteer hat unglaublich wenig Panzerung, also wirklich verdammt wenig. Dafür eine vernünftige Ladezeit. Und wir sehen, dass er wohl. Tschuk, tschuk. Hi, Hash. Ja. Dass er auch dementsprechend über ordentlich Durchschlag verfügt. Mit seinem 105 mm Geschoss. Jetzt stellt er sich hier oben erstmal hinter diesen Busch, wie man sieht. Das heißt, er kann hier schön auf die wirken. Und dann schauen wir doch mal, der AC. Ah, da verschießt er leider noch, aber das dürfte ihm wohl nicht häufig passieren, während dem Gefecht, habe ich so das Gefühl. Auf den AC kommt er so nicht drauf. Vom Clan Chumbo auch noch. Auch sehr, sehr bekannt. Oh, Tiger kommt da nicht durch. Prallt ab. Aber D Silber P im T34 wartet auch noch auf einen Hit und der bekommt einen. Oh, ist offen. Muss er aufpassen. Oh, kriegt einen Abpraller. Ja, krasse Nummer. So. Aber jetzt vielleicht den. Ah, nee, nee, nee. Das wird nix. Aber da kommt doch der Tiger. Diesmal aber. Der könnte gesessen haben. Man weiß es aber nicht. Auf jeden Fall ist er zumindest erstmal nicht aufgegangen. Tiger 1 konnte er gut treffen. Da ist doch der Tiger wieder offen. Komm schon. Nein! Triff ihn doch. Beziehungsweise durchschlag ihn doch. Na, T34? Na, in den Boden geschossen. Jetzt doch nochmal ein. Na, der ist zu eng. Der wird nix. Nimm den. Auch nicht. Nimm den, nimm den. Hätte ihn doch. Ja! Ja. Tiger 2. Ja, der ist natürlich, da oben ist er hart. Pass auf, hinter dir! Aber jetzt ist er wieder offen, jetzt muss er wieder aufpassen. Eins zu vier aktuell, also gerade. Der AMX hat sich mittlerweile ganz ordentlich verlegt. Hat sich verpieselt. Der Löwe, komm noch ein Stück. Noch ein Stück. Ah, oh, schöner Hit. Fahr zurück. Du wirst offen sein. Genau. Perfekten Moment zurückgefahren. Und Joker of Downtown hat ihn da erledigt. Und jetzt der Tiger. Der Tiger. Ja, nice. Also der Reload ist ganz ordentlich von der Nachladezeit und dann die 300er Schellen.
summieren es auch dementsprechend. Aktuell schon mal 1800 Schaden, aber da kommt noch mehr. Der AMX-6, der. Ja. Und da geht er auch nicht auf, da kann er nämlich hier schön stehen bleiben. Der T-34 steht Hulldown, also macht es ganz gut für seinen Panzer. Enger Schuss, ja, der ist wohl drüber gegangen. Der T-34, er will sich da noch nicht so zeigen. Hat da irgendwie noch gefühlt sehr viel Respekt, warum auch immer. Er fährt jetzt wieder hoch, um an eine erhöhte Position zu kommen. 2 zu 7. Also langsam wird es ganz schön eng um die Teampartner. Besonders weil es auch nur noch 4 Achter sind. So, da ist schon mal. Oh ja, schön, 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 schön. Und. Ja, nice. Der Jagdjäger ist da weg. Der hat sich jetzt ein bisschen zu sehr auf den T-34 fixiert. So, jetzt der Tiger, der fährt scheinbar zurück. Vielleicht kriegt er ihn. Nee, bewegt sich leider nicht so vom Movement, wie es gewünscht wäre. Arti hat aber gerade getroffen, würde ich mal behaupten, dass das die Arti war. So, jetzt der Tiger 1 aber. Nein! Jetzt fährt er leider wieder runter. Fahrt jetzt Richtung Arti, aber das Schöne ist, wenn er da jetzt. Jetzt bleibt er stehen. An so einem. Ach, ja, gut, sehr gut. Jagdpanther hat ihn dafür weggemacht. Da oben jetzt der M6. Den kriegt er. Ja, den kriegt er weg. 6 zu 9, 2800 Schaden. Jetzt muss er langsam mal auf seine Schuss aufpassen. Nicht, dass die ihm noch flöten gehen am Ende. Oh, sehr gut. Dann nimmt er endlich den AMX aus dem Spiel. Jetzt steht es auch nur noch 7-9. Also es ist auf jeden Fall deutlich in eine Richtung geschlagen, die jetzt mittlerweile etwas korrigiert wurde. Und ja, da ist der Tiger wieder. Der letzte. Nein. Der T-34 ist der letzte aus dem berüchtigten Jumbo-Clan. Ne, der ist ja gar nicht aus dem Clan. Die beiden Jumbos sind ja schon raus. Aus dem Jumbo-Platoon, muss man ja sagen. Das ist der T-34. Oh, da hat er zwei, der T-34 zwei ordentlich jetzt bekommen. Und der ist nicht mal offen. Das ist natürlich super schön. Und jetzt ist er von Arti weggeholt worden. T-34, also der letzte Zugpartner, auch noch hier raus. 8 zu 10 steht es aber immer noch für den Gegner. Und jetzt bewegt er sich mal ein bisschen weiter Richtung Front. Man sieht, er ist schon ordentlich schnell. Also das ist natürlich für einen TD eine tolle Sache, wenn er so ein bisschen mobil ist und auch mal da die Stellung wechseln kann. So, jetzt hat er da den Tiger offen. Der schaut nicht auf ihn, jetzt ist er offen, aber ich denke, er kriegt den Kill sehr gut. Er zieht sich wieder ein bisschen zurück, absolut richtig. Er ist offen. Arti ist noch im Spiel. E25 hat einen eklig hohen Tarnwert, genauso wie der Rheinmetall. Also von dem her fährt er jetzt zurück, weil da drüben ist der. Was ist denn das? Man weiß es gar nicht. Der WZ. Ja, der WZ ist da offen. Oh, die eigene Arti hat den AMX 46 weggenommen. Und da ist die ISU. Wir müssen hier raus. Jetzt mit Vollschwung entweder rum, schafft er das noch? Ne, ISU schaut schon. ISU schaut schon, hat er gut abgebrochen. So, jetzt. Wartet auf sein Mate mit dem Jagdpanther. Das spielen sie jetzt hoffentlich schön im Team. Dass der eine ablenkt und der andere dann dementsprechend
Da schaut sie. Oh, die prallt ab. Was hat er denn für. Ah, krass. So, jetzt erster Hit und die Jagdpanzer besorgt sie. Nein, die Jagdpanzer verschießt. Aber 15 Sekunden hat die Easy Reload. Von dem her. Jetzt nimmt er ihn raus. Der erste steht im Cap und hinten ist der E25 offen bei der AT fast schon. Da heißt jetzt die Mobilität des Panzers nutzen und sofort hin. E25 hat nicht mehr viel HP, hat aber jetzt die AT wirklich aus dem Spiel genommen. Unten noch der Rheinmetall, auch noch voll sogar. Aber das darf jetzt erstmal nicht das Problem sein. Erstmal heißt es, den E25 aus dem Spiel zu nehmen. Ja, da haben sie jetzt noch ein bisschen Arbeit vor sich. Müssen noch 5 Gegner töten. Jetzt hat er umgeladen. Auf HE, sehr gut. Er verschießt. Rheinmetall trifft natürlich. Hat aber zum Glück für ihn nicht die ganz große Kanone drauf. Dementsprechend ist der Schaden noch überschaubar. Wir müssen hier raus. Jetzt trifft er. Oh, Gott sei Dank verschießt er, weil der hätte ihm auch das Spielen dann nehmen können. Jetzt ist er gut bedient, dass er da nicht unbedingt nochmal den Frontkampf sucht, sondern sich jetzt verlegt. Weil der Rheinmetall hat da einfach die besseren Möglichkeiten. Die Jagdpanther nimmt sich selbst aus dem Spiel. Jetzt muss er es reißen. Der erste ist draußen. Jetzt braucht er den WZ. Davon den kann er sogar noch einen vertragen. In 3 Sekunden hat er nachgeladen. Das passt genau, wenn er... Sehr gut. Den nimmt er auch noch raus. Rheinmetall verschießt. Jetzt muss er nur noch den Rheinmetall, weil danach ist noch die AT und die AT ist auf jeden Fall deutlich machbarer. Sehr gut. Er zündet ihn an, aber er löscht sofort. Noch ein Schuss HE. Diesmal hat er nicht auf den Turm gezielt, deswegen hat er verhältnismäßig wenig Schaden gemacht, dafür ihn aber angezündet. 7 Kills. Der Rheinmetall kommt runter. Das war sau doof vom Rheinmetall, dass er da so runterkommt. Deswegen konnte er ihn killen. Hat 8 Kills. Jetzt fehlt nur noch die Arti zum vollendeten Glück. Mit 2 Schuss. Muss er aber auch treffen. Aber wie gesagt, Rheinmetall ganz schlecht. Hätte ihn einfach kommen lassen müssen. Beziehungsweise nicht so sich droppen lassen, nachdem er offen war. Weil dann war natürlich klar, dass er den nur noch wegsnacken muss. Jetzt heißt es Arti finden und zerstören. Auf der Uhr sind noch 2 Minuten 30. Also er sollte das noch hoffentlich schaffen. Ein Draw wäre das Unangenehmste in dieser Situation. Dann lieber noch ein Lose. Weil Draw, ja, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wo ist sie? Kann natürlich auch doof ausgehen, wenn er die jetzt so schlecht spottet, dass er den Hit abbekommt. Kann es natürlich auch auf jeden Fall noch eine Niederlage sein. Also es ist wirklich eine ganz enge Geschichte. Da ist er! Auto-Aim! Und zack, weg ist er! Nice, 9 Kills, 5700 angezeigter Schaden, sage ich ganz bewusst. Ihr seht jetzt gleich in der Endauswertung, wie viel es war. Mir hat es sensationell gut gefallen. Schöner Panzer, schön zu sehen, mit ein bisschen Abprallglück. Das gehört einfach dazu. Ja, deswegen, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und deswegen bis bald. Euer Alcaramba.